Also erstmal sicherlich noch nicht. Vielleicht finde ich ja auch über YouTube ein paar Leute, die einigermaßen eine Klasse können und damit machen wollen. Könnte man ja Frag theoretisch von doch. ausgehen, so viele wie mich da schon geaddet haben jetzt. Ne? Frag doch Marco der Killer. Der spielt immer Spy, ich weiß nicht. Ja gut, das ist doof. Also man sollte da schon schauen, dass man da zwei Scouts, zwei Solis, einen Medic und einen Demo hat. Bei uns war das ja damals, als wir das Team gemacht haben, war das ja relativ doof. Ich hätte eigentlich Demo gegen meinen Willen gespielt, aber da ich ja Teamleader war, hatte ich mir so gedacht, okay, das Opfer muss er jetzt bringen, damit zumindest das Team mal zusammenkommt. Weil wir hatten halt zwei Scouts, wir hatten zwei Solis. Ich hätte ja entweder Medic oder Scout gespielt. Und dann war halt die Sache, okay, wer spielt jetzt Medic, wer spielt Demo? Hatte ich mich mit meinem Kumpel Kiel drum gestritten so ein bisschen und ja, dann kam es am Ende so raus, dass er dann Medic gepickt hat und ich so, ja gut, dann nehme ich halt ein Demo. Auch wenn ich keinen Bock drauf hatte, hab dann halt wirklich monatelang gespielt. Hat mir jetzt nicht so sonderlich viel Spaß gemacht. Aber ich sag mal, wenn du halt einen geilen Moment hast, wenn du wirklich extrem viel reißt in dem Spiel, macht's dir natürlich trotzdem Spaß, auch wenn die Klasse nicht so deins ist. Also mir hat das konstante Spam und so weiter, es war halt sehr monoton als Demo, aus meiner Sicht. Es gibt halt immer unterschiedliche Spielweisen. Ich habe sehr viel mit Stickies gespielt. Es gibt andere Leute, die spielen primär mit Pipes, also mit den Grenades. Und das ist halt immer abhängig davon, was man halt als Vorliebe hat. Und jetzt spiele ich halt mittlerweile Scout und es macht mir noch viel, viel mehr Spaß, weil du wesentlich flexibler und viel mobiler bist und so weiter. Und mir gefällt das halt so, eher frei zu sein. Ja. Also auf dem Server ist es etwas schwierig, wieder drauf zu kommen. Ich glaube, der Marco ist jetzt auch weg. Sieht jedenfalls so aus. Ich weiß nicht, vielleicht wurde er gekickt. Keine Ahnung. Bin ich jetzt alleine drauf. Mit ganz vielen Fremden. Die Fremden wollen mich vergewaltigen. Habe immer Angst, wenn ich mit fremden Leuten spielen muss. Ne. Weiß ich nicht, ob die gut sind. Und allgemein für Leute, die mal schauen wollen, wie stark ihr Deathmatch-Skill ist, zum Beispiel als Soldier oder als Scout. Es gibt einen sogenannten MGE-Training-Mod. Das ist ein One-on-One-Deathmatch-Mod auf Arenen, die bestimmte Punkte auf den Competitive Maps darstellen. Einfach mal in dem Server-Browser einfach mal nach einer Map suchen, die mit MGE anfängt. Und dann einfach mal nach dem Server suchen und da einfach mal gegen Leute spielen. Da hat man dann halt irgendwelche Arenen, wie zum Beispiel Badlands Middle, Badlands Spire, Granary Middle und so weiter, sind halt Arenen von Maps, die man wirklich auch spielt. Und dann spielt man halt One-on-One mit den vier Competitive-Klassen, also außer Medic, der wird dann durch den Sniper ersetzt, das heißt Soldier, Scout, Demo oder Sniper. Und dann spielt man halt One-on-One bis 20 Kills. Und da kann man halt auch mal schauen, wie stark man dann auch ist. Kann man auch sehr, sehr gut trainieren. Also es ist halt wie gesagt ein Training-Mod. Oh, ich bin doch noch selber. Sehr komisch. Ja, jetzt ist aber die Runde gerade vorbei. Das ist sehr tragisch. Ich müde mich mal ganz kurz. Meine Nase quillt fast schon über. Das tut gut. Hast du keinen Let's Play Spray? Okay, das ist wirklich sehr, sehr komisch. Schon wieder abgekackt? Jetzt, ja, aber das Komische ist, jetzt zeigt er mir mal an. Bei mir sagt er jetzt Engine Error, fail to lock Vertex Buffer in CMesh DX8, also irgendwas mit DirectX. Und dann sagt er mir, das ist mein Nvidia-Grafiktreiber irgendwie deaktiviert wurde, komischerweise, und dass der dann wieder hergestellt wurde. Also irgendwas ist komisch heute. Irgendwie ist der Wurm drin. Starten am PC neu. Das hilft immer. Naja, ich schätze eher, ich sollte mal bei Nvidia mal rumschauen, wegen dem neuen Treiber. Weil wenn da schon steht, dass es irgendwas mit dem Nvidia-Treiber zu tun hat. Nee, das ist irgendwie seit dem letzten Update. Da, das Komische ist, der stürzt noch niemals direkt ab, sondern er hängt einfach. Und dann, wie ist es? Er hängt einfach und dann switcht er mich auf den Desktop, aber ich kann das Spiel nicht mehr maximieren. Ich höre den Sound vom Spiel, aber kann nichts mehr tun. Ich sehe einfach gar nichts von dem Spiel. Und muss dann halt einen Taskmanager aufmachen und halt zwei Exe beenden. Das ist ziemlich ätzend. Ja, dann
Update den mal, dann mache ich gleich einen Cut und dann machen wir nachher nochmal eine Viertelstunde oder so. Jo, Wenn es alles dann wieder klar. geht. Dann beende ich das Spiel mal. Ja, Heute ist extrem, also wenn dann passiert mir das einmal am Tag.